finde ich, ist eine ganz nette Sache. Kann man so machen. Ich nehme jetzt mal das Schwert in die Hand. Geronimo! Und guck mal, wer da unten so rumklappert. Das nervt nämlich. Ja, es ist auch sehr dunkel jetzt hier. Muss hier, glaube ich, mal Licht machen. Na, Kollege. Meinst du, kannst hier einen auf dicke Hose machen, oder was? Ich habe nicht mehr eine Fackel hier. Hier ist ja Licht, das heißt, ich müsste hier wahrscheinlich nur ein oder zwei Fackeln anhängen und dann geht das. Machen wir. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, hier kann man auch noch irgendwo an der Seite wieder raus. Hier war es nicht. Zumindest fallen hier immer irgendwelche Beine runter. Und irgendwelche Nobelias auch. Wir haben in den allerersten Folgen haben wir hier rumgeklöppelt und hier alles mögliche abgefarmt und so. Das waren wirklich die allerersten Folgen. Meine Güte. Genau, hier kann man auch raus. Sehr schön. Ich habe so viel verrottetes Fleisch schon und nicht einen Wolf. So, Hund. Oh, schade. Hier kommt der Stallbereich hin. Da kommt dann gleich noch ein bisschen Deckel drauf. Hier kann ich das tatsächlich immer ein bisschen höher zumachen. Das mache ich immer nur an den Seiten. Hier hinten bleibt es offen. Da kann man dann die Schafe auch mal durchfüttern. Und hier irgendwie in diesem Bereich kommt dann das Schäferhaus oder so. Ja, ich denke, das wird da in der Ecke landen. Was meine Schafe natürlich auch dringend brauchen, sind Heuballen. Ein Kessel. Da muss ich gleich erstmal gucken, wie man den macht. Meiste fällt mir jetzt in die Hände hier, das ist doch ganz nett. Mal ab davon sieht das ganz hübsch aus. So hier direkt vor der Tür, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ist im Moment vielleicht tatsächlich sogar fast ein bisschen übertrieben. Aber man kann das ja dann später, wenn man nicht mehr so viel Zuckerrohr braucht, auch ein bisschen vereinzeln. Dass hier nicht mehr so viele Rohre auf dem Mahl stehen. Kann man ja dann ein bisschen ausdünnen. So, was essen? Und dann gehen wir mal unser Feld abernten. Mal wieder. Denn wir brauchen jede Menge Weizen für Strohballen, zum Züchten, für all solche Sachen. Hier könnte ich auch mal ein paar Lilypads gebrauchen. Es ist wirklich blöd, dass man die Dinger nicht züchten kann.
Das wäre total schön, wenn man sagen könnte, okay, wenn man hier irgendwie, weiß ich, wenn man da Knochenmehl drauf macht oder so, oder man, meinetwegen auch mit irgendwelchen komplizierten Tränken, das wäre mir ja alles wurscht. Schön wäre, wenn es überhaupt ginge. Weil irgendwann ist ja auch so ein Sumpf leer, dann gibt es da keine Lilypads mehr. Und dann, was mache ich denn? Damit. Nicht alles. Und irgendwer hat hier die Tage kürzer gestellt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das Gefühl, kaum ich aufgestanden ist wieder Nacht. Das sieht schon auf der Minimap auch echt nett aus. So mit der Beleuchtung auch. Demnächst dann auch mit Glowstone. Denn ich habe felsenfest vor, mir demnächst ein Netherportal zu gießen. Ja, zu gießen. Weil ich habe keine Diamanten für eine Spitzhacke. Und Strip Mining wollte ich euch jetzt nicht antun. Schlafen? Ich kann schlafen. Sehr schön. Da brennt nur die Nachbarschaft. Halt, ich wollte doch einen Kessel machen, Mensch. Die müssten eigentlich reichen für einen Kessel. War das so? Ja. Sehr gut. Ja, machen wir mal fünf Strohballen. Ich habe ja unglaublich noch ein bisschen Weizen in der Kiste, glaube ich. Jetzt muss ich halt warten, bis er wieder gewachsen ist. Ah ja. Ich habe keinen Weizen mehr in der Kiste. Na gut. Einmal brauche ich noch. Einer reicht. Und Eichenholzplanken. Da müssen wir uns noch ein paar mehr von machen. Das sollte reichen. Ich finde es schön, dass hier jetzt überall so ein bisschen Wasser blubbern zu hören ist. Gefällt mir. Fackeln wollte ich machen. Das kann ich einfach nicht tun. Denn Fackeln braucht man stets und ständig und das... Die sollte man definitiv nie vergessen. Ach Mensch. Reicht ja fast genau. Wachset. Ja, hier die Strohballen an die Seite packen ist eine besonders schlaue Idee, weil die Schäfchen können ja hüpfen. Und der ist jetzt rausgefallen. Gut. Den Rest wollte ich eh von außen machen. Dass das Schäfchen schon groß geworden ist, das Kleine.
Schäfchen. Habt euch lieb. Nee. Ich brauche mal einen Erdblock. Die Musik im Hintergrund ist auch großartig. Wir haben inzwischen auch schon wieder eine ganze Menge Kürbisse da stehen, das ist ja auch sehr nett. Man kann da zwar nichts mit anfangen, aber man hat sie. Wie gesagt, die Melonen, die sind ja an sich so auch nicht so wahnsinnig nützlich. Aber das ist so... haben will! Ich will das Zeug haben und deshalb, ja. Musste das jetzt erhandelt werden, das war wichtig. Vor allen Dingen, weil wir ja gesehen haben, im Dschungel wachsen ja inzwischen Melonen. Das ist ja geändert worden mit der 1.7. Aber wir haben ja gesehen, wie es ruckelt, wenn ich in den Dschungel gehe. Toll. Der Zaun ist ungleichmäßig. Das ist, na, wie sagte ich eben so schön, das ist Kunst. Das muss man nicht verstehen, das gehört einfach so. Ach ja. 3, 4 Schäfchen. Kleine weiße Schäfchen. Ich muss mich gerade mal strecken. Die werden bald noch mehr kleine weiße Schäfchen sein. Und irgendwann werden sie bunte Schäfchen sein. Also wie gesagt, je nachdem, was ich gerade so für Ideen habe oder Vorstellungen habe, werden die dann halt entsprechend umgefärbt. Macht man natürlich nicht zu oft, nicht, dass dann die Wolle noch Schaden nimmt und so, ne? Dass die Haarspitzen kaputt gehen. Aber so hin und wieder. Außerdem finde ich es ganz lustig, mit bunten Schafen zu züchten. Es kommen immer sehr interessante Sachen bei raus. Ich brauche Eichenholz, deswegen gehe ich mal eben kurz ein bisschen Eichenholz fällen. Und suche mir natürlich genau den Riesenbaum aus. Das war ja mal wieder eine großartige Idee. So. Man kann auch aus Eichenlaub hübsche Hecken machen. Also ich werde hier bestimmt demnächst auch mal ein bisschen Eichenholz so Eichenlaub so verschwinden lassen. Nee, das ist schon mal ein anderer Baum da hinten. Also mit der Schere abhauen. Wie so ein Berserker da durchgehen. Das sieht ja immer so ein bisschen aus wie so ein jemand, der vollkommen wahnsinnig geworden ist und da irgendwie anfängt, das Laub abzuruppen. Ein Schaf. Aber jetzt haben wir genug dahin. So, den nehmen wir noch mit und dann ist erstmal gut. Ich wollte gerade sagen, dann ist die Axt auch kaputt, aber ganz hat es nicht gereicht. Da noch wieder ein Setzling hin. Und da und dann ist gut. Wir wollen das hier ja auch nicht zu sehr ausdünnen, ne?
Ach, 60 Stück reichen auf jeden Fall. Um unseren Stall dort hinten fertig zu bekommen. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus als der Kuhstall, aber das war auch beabsichtigt. Das soll ja nicht alles komplett gleich aussehen hier, das wäre ja langweilig. Sollte eine gewisse Grundstruktur haben, die eben viel damit zu tun hat, dass es hier alles so ein bisschen in die, ich sag mal, mittelalterliche Richtung geht. So, ihr Schafe. Wo kommt ihr? Da. Und da noch eine Latüchte hin. Dass ihr hier nicht in Dunkelheit versinkt. Seid ihr schon wieder? Seid ihr schon wieder willig eigentlich? Die 5 Minuten schon um? Ja. Die beiden anderen sind ja auch schon groß, dann können wir da ja auch nochmal wieder... Oho. Habt euch lieb! Sehr, sehr schön! Viele kleine Schäfchen, was man halt so braucht. Doch, ich muss sagen, ich bin wirklich ganz zufrieden mit dem, was ich hier bisher erreicht habe. Es gibt sicherlich viele, die sagen, in der Zeit hätte ich schon viel, viel mehr geschafft und voll das Mega-Zeug und so. Ja, mag alles sein. Das bestreite ich auch gar nicht. Aber zum einen bin ich hier nebenbei immer noch am Quatschen und das lenkt doch wirklich massiv ab. Man glaubt das immer gar nicht, wenn man das so hört. Das sagen ja, sagt ja jeder Let's Player, dieses Quatschen, das hält einen schon echt tierisch vom vernünftigen Gameplay ab, aber das stimmt wirklich. Das ist tatsächlich so. Wenn man hier die ganze Zeit am Sammeln ist, kriegt man nichts Vernünftiges mehr auf die Reihe. Das ist ganz scheußlich, aber entspricht den Tatsachen. Du, du. Ich nehme jetzt mein Schwert in die Hand. Und verpiesel mich in mein Bett. Und da werde ich diese Aufnahme dann auch mal beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Dekorieren und Schafstall bauen. Und Bäume abholzen und sinnloses Zeug sammeln. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten Tagen. So, Sülz, Zeugs. Nein, ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss!